Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Wir gucken uns Teil 2 von dem Interview mit Joe Kelly an und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange und gehen direkt rein. Extrem Erfahrung in dieser Art von Situation. Und das war auch heftig, da Krokodile, Schlangen, Tiger, Elefant, also dann einmal Insel 10 Tage, einmal Urwald 10 Tagen und was hatten wir noch? Ein Survival. Okay. Ja, ganz kurz Pause. Habe ich natürlich mir auch schon so ein bisschen angeguckt, was das heißt, Joe Kelly da alles macht. Der hat tatsächlich einen eigenen YouTube-Kanal sogar. Wusste ich vorher gar nicht. Und ist da auch outdoor-mäßig aktiv und macht da einiges. Wie gesagt, hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber der, ja, wir gucken einfach mal weiter. Genau, Knossi mit Sascha Huber, kennst du ihn? Nee. Man kennt ihn vor allem, er hat mal versucht, einen Weltrekord mit Liegestütze aufzustellen. Okay, krass. 2000 Liegestütze in einer Stunde. Zwei Powermen, 12. Wow. Ja. Nicht schlecht. Er hat es aber ganz knapp verfehlt. 2000 Liegestütze in einer Stunde? Sascha Huber, damit ist der berühmt geworden? Aber der, okay. Aber der Knolli war doch letztes Jahr auch dabei, oder nicht? Ich war letztes Jahr auch dabei und der Sascha Knolli. Huber auch. Ah, okay, verstehe. Das heißt, die zwei machen wieder zusammen jetzt ein Team. Ja. Weil das waren so ein bisschen die Lieblinge der Serie, sag ich mal. Also okay. Knossi, der halt einfach so entertaint, weil er halt so einfach er selber ist. Und Sascha, ihn darf man nicht unterschätzen, weil er hat auch ein sehr, sehr starkes Mindset. Ihr repräsentiert ja jetzt vielmehr so die Generation TV. Wie ist das für dich? Also nicht nur die Generation TV, auch, wie ich finde, eins der erfahrensten Teams neben Naturensöhnen und Fritz Meinecke. Und Survival Martin. Also es sind ja, ich würde sagen, der Altersdurchschnitt liegt so bei 30. Mhm. Bei den Teilnehmern. Es gibt, ja, der jüngste Teilnehmer ist, glaube ich, noch nicht mal 20. Wow. Ich kenne Knolli, natürlich Fritz Meinecke. Halt, stopp. Wer ist noch nicht mal 20? Muss eins von den beiden Teams sein, wo ich den Namen noch nicht auswendig kenne, glaube ich. Okay. Und wen kenne ich noch? Die meisten eigentlich nicht. Wir sind die Oldies, kann man so sagen. Ich bin 50, Andreas Kieling ist 63. 43, nochmal ein bisschen jünger gemacht. 14 Tagen abgesetzt Wildnis ist für jeden tough. Und ich freue mich total auf die Aufgabe. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, vor 10 Jahren Stern TV, 10 Tage Insel abgesetzt. Dann war nochmal 10 Tage halt Urwald an der Grenze von Bhutan, quasi wirklich in Urwald, und das war auch eigentlich sehr gefährlich. Eigentlich sollte man es nicht machen. Und dann gucken, wie man halt zurück. Naja, das ist halt dieses. Bei solchen Missionen müssen wir uns nichts vormachen. Man kann da sterben, ne? Also, das ist halt einfach Fakt. Das kann gefährlich werden. In der Zivilisation kommt, und der einzige Weg durch den Urwald ist natürlich Fluss finden, Fluss bauen und dann halt quasi immer weiter paddeln. Und alles, was, sagen wir, Wasser bergab geht, führt dann halt zu Meer und zu Menschen. Und das war auch heftig, da Krokodile, Schlangen, Tiger, Elefant, also da lebt das ganze Wildnis. Und du hattest diese Videos ja jetzt auch auf deinem eigenen YouTube-Channel hochgeladen. Seit 2 Tagen hast du den. Und ja, das wird der erste Link in der YouTube-Beschreibung sein. Also geht ihn. Hä, wie seit 2 Tagen hat er ihn? Ich guck gleich mal nebenbei. Ich habe einen Kanal gefunden von Joe Kelly, der auf jeden Fall nicht erst seit 2 Tagen da ist. Okay, die werden es auch ein bisschen vorproduziert haben. Aber da waren mehrere Videos drauf. Ich guck mal parallel. Kommt ihr direkt zu den Videos von meinem Dad und lasst ein Abo und einen Kommentar da. Ich telefoniere heute Abend um 19 Uhr mit Andreas Kieling. Wir haben jetzt hier nächste Woche, vielleicht willst du kommen, Luke. Ich habe 2 Survival-Trainern. Die richtige Probe. Der 6. Tag im Dschungel. Die kommen, dann machen wir Feintuning. Dann machen wir so, dass alles wieder sitzt, dass manchmal wirklich das Feuer halt sofort quasi brennt. Ich hatte die Ehre von Rudi Kaneberg. Also ich zieh das hier mal kurz rein. Joe Kelly. Joe Kelly offiziell. Am 8.5. Jetzt müssen wir. Bin ich aber mal gespannt. Er hat gesagt, erster Link in der Videobeschreibung. Joe Kelly. Der 6. Tag. Das ist doch genau dem. Aber er hat doch eben gesagt, vor 2 Tagen gemacht, oder nicht?
Folge 6 Videos. Okay, vor 2 Wochen tatsächlich das erste Video. Ja, mich hat das schon gewundert, als ich den das erste Mal gesehen habe, hat er unter 1000 Abonnenten gehabt oder 1000 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Okay, das erklärt dann doch einiges. Nee, es ist mir gar nicht aufgefallen. Ja gut, dann hat er sich wahrscheinlich einfach den Kanal gemacht oder bei YouTube angemeldet mit seinem Namen quasi. 2020. Ja gut, okay. Ja, gucken wir mal weiter. Survival, sag mal, Godfather. damals eine Schooling 1:1, 48 Stunden bei ihm zu Hause und das war so krass. Wir haben Erdloch gemacht, wir haben geangelt, wir haben Fisch gefangen, in diesem Erdloch mit Asche quasi gekocht. Das hat so lecker geschmeckt. Wir haben einen Schutz gebaut, um quasi zu übernachten für jeden von uns gegenüber in der Mitte das Feuer, dass wir halt Wärme haben. Wir haben ein Floß gebaut quasi, um okay. über einen Fluss zu durchqueren. Er hat mir gezeigt, was man alles an Grün essen kann oder Rinnen, wie man halt quasi erkennt, was essbar ist, was nicht essbar. Aber wir vorbereiten uns richtig krass. Und der erste Trainingtag findet hier bei mir, bei uns, Luke. Mhm. Und da kommen zwei, Pascal und Uwe. Und die machen das schon seit Jahrzehnten. Und dann frischen wir das alles auf. In Extremsituationen sage ich immer, es muss alles sitzen. Du musst halt quasi funktionieren, ohne nachzudenken. Und deswegen, wenn ich jetzt darüber nachdenken muss, ja, wie war das nochmal? Wie wollten wir genau das machen? Welche Größe muss das Erdloch machen? Wo legen wir das Feuer am besten? Wo finden wir trockenes Holz, auch wenn es tagelang regnet? Wie bauen wir eine Schutzhütte? Wie schaffen wir das halt quasi mit minimales Mittel, halt quasi maximales Essen? Das werden wir nicht nur einmal machen, sondern halt bam, bam, bam. Bis wir starten, muss alles sitzen. Aber würdest du euer Team also ist da auf jeden Profi Fall auch weil Vorbereitung bei. Profis, ja, aber klar, es war ja klar, dass man sich vorbereitet. Also wer sich nicht vorbereiten würde, ja, nee. Ja, vergesst, was ich gesagt habe. Aber ich hoffe, da kommen Videos zu. Ich hätte da gerne mehr Videos zu. Jetzt wollen wir gleich mal gucken. Gibt es da schon Videos zu? Ja, tatsächlich. Seven vs. Wild Training. Finale. Ah, hier auch. Training. Okay, da gibt's auf jeden Fall auch schon was. Interessant. Vielleicht gucken wir da die Tage mal rein. Fritz, meine das Team mit der meisten und besten Erfahrung hat er. Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare, glaube, ob wir da reingucken sollen. Das erfahrenste Team, was es jemals. Oder ob wir mehr auf Fritz gehen sollen und auf was ihr generell mehr Bock habt, kommt ja ziemlich gut an bei euch, so die ganzen Reaction-Videos. Von daher, ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr wissen wollt, weil momentan füllt sich YouTube mit Content zu Seven vs. Wild. Also ich sag mal so, ich war jetzt eine Woche im Urlaub und komme wieder und hab mal ein bisschen durchgeguckt. Ich glaube, wir könnten jeden Tag eine Reaction raushauen. Oder ich für euch, aber man will es ja auch nicht übertreiben. Aber naja, wir machen das mal abhängig, schreibt es mir in die Kommentare und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Bei Seven vs. Wild gab. Dass ihr die seid, die am besten vorbereitet, wahrscheinlich schon seid von eurer ja, Lebenserfahrung her. Andreas, klar. Er hat mir Sachen erzählt, wie er quasi so in Alaska so weit weg ist, dass du nur halt quasi mit einem Flug aus Wasser, dann ist er abgesetzt und dann wohnt er da 3 Monate. Und alle 6 Wochen schmeißen die halt quasi von Hubschrauber oder Flug halt quasi in eine Tonne, mit wo er drin halt quasi zu essen, trinken und neue Batterie ist und hast du nicht gesehen. Da ist kein Netz. Das heißt, wenn was passiert, weiß keiner, wo du bist, ob du noch lebst, tot bist. Und dann gibt es halt einen Tag, einen Meeting Point. Und dann musst du da sein, ansonsten ist der Flug weg und dann ist auch over. Also der hat extrem Erfahrung in dieser Art von Situation. Ich habe also das ist ja mal eine andere Nummer von krass. 3 Monate draußen und alle 6 Wochen kommt ein Flugzeug. Das heißt, ja, wirst du ausgesetzt. In der Mitte kommt einmal ein Flugzeug nach 6 Wochen. Und weitere 6 Wochen später wirst du wieder abgeholt.
komm klar, oder ja, friss oder stirb quasi, ne? Krass. Absolut krass. So viel Erfahrung im Thema, sag ich mal, Outdoor und Survival, nicht wie er. Ich komme ja von Wettkampfsport, Wüstenläufe, Ironmans, Marathons und dann ja, eine Handvoll, sag ich mal, Art Survival-Geschichten gemacht. Einmal. Aber ganz im Ernst, die beiden sind das Team, die selbst nach einem Bärenangriff wahrscheinlich noch sagen, nö, wir drücken nicht, wir bleiben drin. Drück den grünen Knopf. Deutschland durchquert, von Wilhelmshaven zur Zugspitze, ohne Essen, nur das, was man von der Natur findet. Zweimal gemacht, einmal vor 12 Jahren, einmal vor 5 Jahren, dann einmal Insel, 10 Tage, einmal Urwald, 10 Tage. Und was hatten wir noch in Survival? Okay, wir hatten Namibia, einen Wüstenlauf von 421 Kilometer, 441 Kilometer, quasi mit fast kein Essen, quasi. Und dann nochmal 300 Kilometer laufen durch Tansania, auch quasi. So, hört sich so leicht an, fast kein Essen. Fast kein Essen ist in so einer Situation wie gar kein Essen, ne? Also, absoluten Respekt vor Joe Kelly auf jeden Fall. Was der da alles gemacht hat, also, ich wusste, dass er viel gemacht hat, habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt, aber die Auflistung von Fritz, jo. So gut wie nothing. Wenn wir Glück hatten, hatten wir vielleicht einen Riegel am Tag gegessen. Was hat man auch im Thema Survival? Berlin-Peking war auch so eine Art Survival. Genau, richtig. Ne? Also so eine eigene Challenge, die wir uns auferlegt hatten. Von Berlin nach Peking. Ganz kurz für alle, die es nicht wissen, mein Dad und ich sind 2019 im Sommer innerhalb von 4 Wochen, also 28 Tagen, von Berlin nach Peking mit einem G1 gefahren. Ja, ein Bulli, ein alter VW-Bus. Genau, 75 Jahre alt und ohne Geld gestartet. Genau. Und das sind so die Survival-Geschichten. Stimmt, das erste Mal so, auch ohne Geld, war LA, New York. Das ist halt eine Strecke von 5000 Kilometer, weil ich hatte in Amerika viele Wettkämpfe gemacht. Zweimal den 220 Kilometer Tal des Todes Lauf gemacht, dann Ironman Marathon und auch... Ich sag mal so, ohne Geld eine gewisse Distanz zu überschreiten, ist, denke ich mal, ich will jetzt nicht sagen, einfach möglich und irgendwem da auf den Schlips treten. Trotzdem Respekt für alle, die es machen. Auf was ich anspiele, gerade auf die Wanderschaft, die im Handwerk ganz groß ist oder früher ganz groß war, heutzutage immer weniger wird. Aber die gehen ja auch ohne Geld los und arbeiten für Unterkunft und Geld. Und also ich sag mal so, das ist möglich, aber halt was... Joe vorher das mit nur von dem Leben, was einem die Natur gibt, einmal quer durch Deutschland und sowas. Ich glaube, so einmal quer durch Deutschland oder generell eine gewisse Zeit ohne Geld zu leben und so in einer Art Wanderschaft, das stelle ich mir ein cooles Abenteuer vor. Viermal das Race Across America, einmal im Viererteam, wo du auch dabei warst, also Race Across America, San Diego, New York, richtig brutales Rennen. Und aber ich kannte das Land nicht. Und dann haben wir überlegt, okay, mach das mit Stern TV in dem Fall. Und dann haben wir in LA ohne Geld gestartet und die Aufgabe war in weniger als 3 Wochen in New York, sich den Weg erkämpfen, erarbeiten, erbetteln, auch ein bisschen zur Art Survival, oder zumindest sich durchkämpfen. Habt ihr euch, du und Andreas, schon Gedanken um die Flasche gemacht? Weil das ist ja alles neben den Klamotten, die am Körper... Ich sag mal so, die beiden nehmen die Flasche, packen da ein paar Sachen rein. Die werden da, glaube ich, nicht hier diese Hightech-Flasche von Niklasen machen oder sowas. Glaube ich nicht. Nicht, weil sie es nicht könnten oder so, sondern ganz einfach, weil sie sagen, brauchen wir nicht. Die werden sich die wichtigsten Sachen ganz einfach in die Flasche packen. Und dann ist gut. Aber das die beiden, den beiden traue ich auch zu, die würden... Die beiden würden auch mit gar nichts, mit gar keiner Flasche, würden die auch 2 Wochen überleben. Wette ich mit. Vielleicht ein Messer, so wie Fritz in der Staffel 2 oder Otto. Aber ich glaube, die beiden würden es sogar wirklich auch ohne Messer, die würden es mit gar nichts schaffen. Ist ja, sag mal, selbstverständlich, man will ja nicht nackt auf die Reise gehen. Weißt du schon ungefähr, was sie mitnehmen wollen?
Nein, nein, weil ich muss das mit Andreas abstimmen. Wie gesagt, heute Abend geht es halt quasi, wir telefonieren alle paar Tage. Und wir treffen uns auch jetzt in ein paar Tagen wieder. Eine Sache ist jetzt schon fest, also ein Leatherman, der quasi nicht nur Messer, sondern auch Säge hat. Dass wir halt ja, sägen können, dass wir eine Schutzhütte bauen können und. Wenn sie was mitnehmen, dann wird's krass. Ja, also wir werden gemeinsam, ich bin gespannt, was Andreas alles halt quasi in der Flasche drin haben will. Und gemeinsam werden wir entscheiden, was in diese 1 Liter Flasche rein muss, dass wir möglichst diese 14 Tage halt quasi gut durchkommen. Das war unser YouTube-Video über die Teilnahme von meinem Vater bei Seven vs. Wild. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Vielleicht wollt ihr auch einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Fragen noch an meinen Dad habt. Vielleicht machen wir dann so ein Q&A, so eine zweite Folge hier drüber. Checkt den Kanal von meinem Vater aus. Wie heißt der nochmal genau? Für alle, die ihn einfach in der Suchleiste eingeben möchten. Ich weiß es nicht. JoeyKelly.official. Ah, okay, genau. Ich habe aber nur irgendwie, keine Ahnung, 3 Followers oder sowas. Habt ihr hier schon? 350. Seht ihr, ne? Also, als das Video aufgenommen wurde, waren weitaus weniger Follower da. Erster Link in der Videobeschreibung, kommt ihr direkt auf den Kanal. Lasst ein Abo da und da werden jetzt demnächst auch immer wieder Videos bei mir geladen. Unten in der Videobeschreibung natürlich auch, das Originalvideo. Und der Link zu Joe Kelly, seinem Kanal. Ja, lasst auf jeden Fall ein Abo da. So als Dankeschön, dass wir auf das Video reacten konnten. Und einen Kommentar könnt ihr auch da lassen. Ich werde es auf jeden Fall auch tun. Wir platzieren halt auf YouTube, auf meinen Kanal. Und damit würde ich auch schon für mich sagen, ich verabschiede mich. Die letzten Minuten gehören den beiden ganz alleine. Und von daher sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss! Quasi Sachen von früher und in Zukunft auch ein paar anderes haben. Guck mal, wenn ihr das feiert, dann machen wir das. Wenn keiner uns verfolgt, dann lassen wir es einfach.